Naja, nö, also Motorboot ist es nicht, aber es ist auch nicht so langsam, wie man denkt. Was ein bisschen zäh war, fand ich, ist so rein und raus aus dem Wasser. Also rein ging auch noch, aber raus war sehr mühselig. Bleib am besten an der Küste, ne? Oder du kannst auch den Weg nehmen, der jetzt so da hoch geht, den Berg. Na gut, jetzt zeigen wir so gleich. Ja, du bist, glaube ich, noch nicht ganz. Du fährst eigentlich noch auf dem Grund, aber. Deswegen sage ich, auf dem Grund fahren, so am Ufer, da tut er sich irgendwie schwer. Aber, so, wenn es normal schwimmen, ist dann eigentlich ganz gut. Ja, für alle, die jetzt ein bisschen was verpasst haben, wir haben unsere Base, die ja vorher hier unten war. Quatsch, das ist der Salzsee. Hier im Sumpf hatten wir ja ursprünglich unsere Hauptbase. Ja, das, was wir damals dann eingenommen hatten, wurde mittlerweile schon wieder zurückerobert und wir sind nach oben gewandert und haben uns eine neue Taktik überlegt. Die da heißt, wir hatten das Hauptquartier danach hier oben verlegt und wollten dann sozusagen uns hier runter arbeiten und so Stück für Stück das Territorium erobern, weil wir hier so mittendrin waren und irgendwie hatte man dann rechts mal angefangen und dann ging es links wieder los und war alles ein bisschen verquer. Naja. Und jetzt haben wir uns gedacht, wie gesagt, fahren hier hoch zu dem Außenposten. Haben schon mal einen Panzer uns ergattern können in den letzten paar Spielstunden. Und nachher geht's zum Flughafen, der gut besucht ist. Und dann werden wir mal sehen, ob wir den auch wieder zurückerobern können. Den hatten wir mittlerweile auch schon mal, ist wieder weg. Naja. So. Alle auf dem neuesten Stand. So, wie weit sind wir denn? Warte mal, dann fahren wir nicht ganz so dicht dran. Zumindest ich vielleicht auch mal erstmal ein Stück gucken kann, was ich so sehe. Gucken, was ich für eine Waffe ausgewählt habe. Halt. Oder ja, fahr mal hoch, fahr mal hoch, fahr mal hoch. Ja, sonst ich weiß schon, was du willst. Gut. Dann liebst du noch mehr, oder? Ja, ich habe momentan Bäume vor der Linse. Da ist. Aber da hinten sind die Bäume zu Ende. Da geht der Bergkamm. Der Bergkamm geht, der fahren wir halt mal ein bisschen rechts weiter. So auf 2 Uhr. Genau, auf den Weg und dann fahren wir mal den Weg runter. Ich glaube, der ist besser. Habe ich denn hier für ein Stück geschützt? Nehmen wir das MG nehmen. Das ist wahrscheinlich am einfachsten, zumal es hier wahrscheinlich auch nur. Sehe noch nichts weiter vor. Ein bisschen noch links halten auf den Hügel drauf, Ja, oder? wäre gut. Na, stopp mal, ich will mal gucken. Okay, weiter. Halte ich, Weiter? ja, halt ich mal hier rechts. Da ist ja so ein Trampelpfad irgendwie, der so runter geht. Genau, auf den so rauf. Stopp. Ich sehe wohl einen Zamak stehen, aber keine Soldaten. Hier im Panzer sitzen lassen, dann gehe ich hin. Ja, können wir so machen. Aber sitzt du noch drin? Nein. Okay.
ist ja ein Ding. Hier ist ja gar keiner. Ich roll im Ganzen noch nicht. Nee, ich auch nicht. Ah, stopp, stopp, stopp. Die sind in der Hütte rechts neben dem Leuchtturm. Warte mal. Ich denke, da habe ich was ich da reinschießen kann. Ja, du kannst da mal gucken gehen. Schießt da jemand? Direkt wird das Feuer auf mich eröffnet, ja. Von wo? Bist du noch hinter dem Stein, wo du gerade warst? Ach, da bist du, okay. Oder einer lag ganz unten am Wasser in der Ruine. Okay. Schießt du noch? Ja, ich hab da gerade nochmal, der hat sich bewegt noch, aber das war es dann wahrscheinlich. Restzuckungen. Ja, wie gesagt, in dem Haus waren, da liegt immer noch einer. Warte mal. Ich stehe keine 20 Meter von dem Haus weg. Ach da, alles klar. Mich an der Wand. Ja, seh dich. Das ist gut. Du kannst aber von der Seite vielleicht die Tür aufmachen. Ah, da ist aber noch jemand. Ich kann ja nicht reingucken. Der scheint tot zu sein. Hab ich was gepasst? Ja, wir sind gerade schon beim Außenposten oben. Oh ja, ist okay, das passt. Da habe ich gerechnet, dass er den schon einnimmt. Aha, der Wand lebt ja auch noch. Also ich kann nichts mehr, ich kann jetzt da reinschießen, Andy, aber Nee, passt, dann bin ich hier auch. Hast du sie? Alle? Denke ich, waren nur vier, ne? Wie viel waren im Haus? Drei Stück. Okay, dann sind das, denke ich, alle. Im ganzen Unfall haben wir gerade einen erwischt. Ja, so ein altes Steinhaus, das hält schon eine Länge aus, ne? Darf ich ein Mörser kaufen? Für den Flughafen? Wie bitte? Für den Flughafen? Denke ich, ist ja nicht schlecht. Ja, würde ich auch machen. Ja. Oh, ist die MK200, siehst du die? Ich muss natürlich erst mit euch absprechen, ist ja klar. Ja, das ist alles richtig, Felix. Nee, ist, Wollt ja. Wollt ihr auch irgendwie eine AT oder eine AA haben? Ein T? Nö. Ich weiß nicht, was ist denn das? Das ist ja stationär, ne? Irgendwas. Ja. Nö. Nee, ich nehme jetzt. Ich hab jetzt die Sniper noch, da habe ich noch drei Magazine, also 15 Schuss. Eine MK200 habe ich gerade gefunden, die packe ich mir jetzt ein. Kann ich gar nicht einpacken, ist auch cool. Soll ich dir irgendwelche Munition bringen? Ich habe hier drei Gurte für die MK200 habe ich dabei. Ich bräuchte aber ein MRCO. Das bringe ich dir. Das ist kein Thema. Okay. Und dann mal den komischen Zamak rein hier. Und ist da nicht noch irgendeine stationäre Raketenwerfer oder irgendeinen Scheiß? Falls irgendwie ein Panzer auftaucht oder irgendwas. Na, wir haben in dem Panzer selber, den wir jetzt hier dabei haben, da ist ja auch noch Raketenwerfer drin, Titan. Ja, okay, hast recht. Mit, Flugabwehr 4 Stück und Panzerabwehr 2. Das denke ich also. Okay. Ich pack aber auch noch einen normalen Titan ein.
Eine Panzerabwehr, glaube ich. Ja. So, jetzt muss ich mal gucken, wo NRCO ist. Kommt ein Auto? Andy, bist du das? Ein Auto? Nee, das bin ich nicht. Felix? Ich bin auch nichts mit Auto. Oh! Wer hat da geschossen? Ja, die. Bist du tot? Nein. Okay. Wann du tot? Wo ist das Auto hin? Da sind zwei ausgestiegen, die habe ich getötet. Aber ich weiß nicht, wo das Fahrzeug hin ist. Ich stehe direkt in dem Zusammenhang. Ah, hier. MRCO hast du gesagt, gell? Hab's da halt. Du wirst mir was erzählen, mein Freund. Also, ah, das ist nicht nur einer. Gibt's sonst noch irgendwelche Wünsche, die ihr habt? Waffentechnisch. Was darf ich mir euch bringen? Nee, im Moment nicht. Ich wollte nur ein paar Anfänger. Ach, scheiße. Soll ich durchfahren oder soll ich noch warten? Nee, ich denke, wir kommen klar. Okay. Der hat sich ergeben, Andy. Handgranaten? Der liegt trotzdem in der Ruine. Ach, du bist tot, oder was? Mhm. Warte, ich komm. Handgranaten? Nein. Nein. Alles gut. Okay. Ach so, in der Ruine hast du gesagt. Bringen wir noch ein Paket, wenn es Rucksackladung. Ja, aber ab sagen wir rum. Nein, hier für die MK 200. Leuchtstrecke oder ohne? Ja, ne, ohne, aber diese großen Waffen sind immer 200 Schuss drin, ne? Ja. Ja, in jeder. Ja, genau. Ob mit oder ob die leuchtet oder nicht, ist mir egal. Eine Leuchtspur, damit du den siehst, wo der hinläuft, den Typen. Ja, wie gesagt, das ist mir egal. Okay. Dankeschön. Danke, Andi. Bitte, bitte. So, das wird jetzt reichen. Ich wollte, wenn wir Flughafen angreifen, wohl gerne von der Hangarseite auch angreifen, dass du nicht diese große, dieses große Feld zu überbrücken hast. Ei, ei. Nein, ich will von da angreifen. Das heißt nicht, dass ihr da auch von angreifen müsst. Ja, nein, da muss ich aber dann hinfahren, logischerweise, um euch das Zeug zu bringen, was ihr braucht. Ich habe gerade noch 4 Magazine für Scharfschützengewehr gefunden. Es waren 2 Sniper, die ausgestiegen sind. Aber hast du auch ein Zielfernrohr gefunden? Ja. LRP? LRPS, ja. Oh, geil. Hätte ich gerne. Kannst du haben. Ja, das ist ja geben, ne? Fährst du mit dem Strider? Ja. Oh. Mit dem anderen Strider, da fahre ich gerade, ne? Der eine hat sich ergeben, ja. Da müsste noch die Kiste liegen, stehen. So, mein Freund. Was soll das denn hier? Offer Join 4. Ihr seid übrigens nicht in meiner Gruppe, ne? Nee. Wir sind selber in keiner Gruppe. Right. Denkt der Outpost? Ihr habt doch den Outpost gemacht da hinten, oder? Ja, aber noch nicht eingenommen. Achso. Ja, ich bin gleich da übrigens. Wenn ihr gleich so einen hässlichen Strider seht, dann wisst ihr, ich bin's. Was ist jetzt mit dem Vogel hier? Was machst was du? Denn? Na, Join, Offer Join 4 habe ich immer, aber die. Ja, ich bin genauso da wie vorher auch. Ja, ich weiß. Einen Kopfschuss, oder?
Oder lass ihn einfach stehen, ist doch wurscht, oder? Ich habe keine Waffen mehr. Ja, lass ihn stehen. Je nachdem, wie blutrünstig du halt bist. Ah ja. Ziemlich, glaube ich. Hattest du hier die Kiste nochmal durchgeguckt? Welche? Die an der Fahne ist? Nee, gucke nochmal. Und dann kannst du ja gleich einnehmen. Hier ist noch eine TRG 21 mit Unterbau, weil du ja vorhin gesagt hast, hier fehlt noch ein Waffe. Nee, ich hab MK 200 jetzt gefunden. Da kommt Strider, Felix, bist du das? Ja, ich bin das. Ach, ne, MK 200 ist hier auch noch drin. Na, nimm die mit. Oder warte, ich komm nochmal zu dir. Achso, wir fahren gerade hin. Na, da kam noch mal eine Patrouille danach. Ja, schon wieder ein Strider. Ja. Ja, dann wollt ihr einen in die Basis fahren? Pack, so MK. Nee, ja, ja, nimm ruhig aus. Also, ich hab wie gesagt einen jetzt hier in den Panzer noch reingemacht. Ja. Ach, das ist ein Stück, die kriege ich ja gar nicht alle mit. Du musst einzeln nehmen, ja. Ja, ich nehme auch eine. Ich pack die einfach ins Auto rein. Achso, Felix, wo bist du? An der Kiste hier? Ja, komm mal her. Mach's ins Auto bitte rein. Mach's ins Auto. Ins Strider? Ja, hier, da. Da liegt eh alles drin. Da liegt auch das MRCO drin. Kannst du dir auch gleich mal unter den Nagel reißen. Jupp, hab ich. Ja, die anderen Waffen packe ich auch noch schnell ein hier. Ist ja eh nicht mehr so viel, was da ist. Strider, wollt ihr den mitnehmen? Hm. Ja, ich weiß ja, nicht. Ja, da habe ich jetzt auch reingepackt. Ja, das ist ja nicht schlimm. Ich kann den ja auch notfalls auspacken, wenn da irgendwas ist. Aber den können wir halt verkaufen. Der bringt, glaube ich, ziemlich viel Geld. Ja, lass ihn uns mitnehmen. 7,62 Schalldämpfer ist hier noch drin. Willst du den haben, Aki? Nee, ich habe 12,7 mm. Ach so. Wo passt denn dann drauf? Keine Ahnung. Und die MK200 hat ja 6,5. In die Basis fahren den einen da und ich bring dich dann zu Aki rüber, okay? Ja. Dann fährst du schon mal Richtung dem... Na, ich würde mich da, wo ich den Punkt jetzt gesetzt habe, hin orientieren. Seht ihr den? Ich bin ja nicht in einer Gruppe, das heißt, ich kann ihn nicht sehen. Ach so. Wir müssen alle jetzt in eine Gruppe joinen, wenn wir eh gerade hier sind, oder? Ja. Ich glaube, das ist vielleicht das Beste, was wir machen können. Two, join group. Ready. Three, join group. Ready. Haben wir noch einen 6,5 mm Schalldämpfer für eine MK200? Irgendwo hier? Ja, ja. Aber ich glaube, im Camp haben wir eine. Einen, oder? Ja, den hat der Andi. Okay, schade. Na egal. Los, dann ab zum... Achso, einnehmen noch die Flagge. Ja, mache ich schon. Fahrt ihr los. Was habt ihr jetzt vor? Wir gehen kurz zum zum Fahrzeug und dann baue ich den Granatwerfer auf. Ich gebe mir die Position weg, ich mache die Grobarbeit und mache die Feinarbeit. Können wir planen, oder? Ja. Ich bin nicht so breit, Mensch. Na, sag mal. Ich bin so breit. Wieso geht deine Straße alleine hier?
Ja, da ist irgendwie ein gelandeter Hubschrauber da wegfliegt gerade. Oder er ist unbemannt, weiß ich nicht genau. Wo? Auf dem Airfield drauf. Naja, da kommen wir ja nicht ran. Du ja auch, oder? Nee, auf der Karte ist er nicht bei mir. Scheiße, aber kann man nichts machen. 3, 4, 4, B. Diesmal näher ich mich oben von der Landebahn, von dem oberen Teil, habe ich überlegt. Da kann ich am besten schießen eigentlich. Also ich würde auch von oben aus die Landebahn runterschießen wollen. Wollen wir den Panzer dann eigentlich mitnehmen oder wollen wir Strider rüberfahren? Wir wollen, wir können das ja auch rüberfahren. Wir werden euer Equipment einfach selber dann. Wenn ihr natürlich den Strider wieder wollt, können wir einen Strider nehmen. Wenn ihr den Panzer wollt, mit dem Panzer. Sehr egal. Was sagst du, Andy? Aber ich mache jetzt gleich hier nochmal kurz eine Speicherung, wenn wir gehen.